So, ich hatte im letzten Video das Pathfinder Scout vorgestellt. Der Outdoor-Test kommt noch. Ich will das antreten lassen heute in einem Küchentest gegen ein ganz herkömmliches, herkömmlich ist es nicht, das von Tupperware ein, wie heißen die nochmal? Weißt du das? Asiatisch Küchenmesser, aber diesmal eins von Tupperware. Sieht man das? Gut. Also, wir machen zwei kurze Sachen. Hier drauf. Diese Auflage habt ihr schon mal in Rot gesehen bei mir. Im Wald. Von Ikea eine biegsame. Ein biegsames Schneidebrett. Hat meine Frau schon mal an einen etwas heißeren Topf dran gemacht, dran gelegt und damit eine wunderbare Aussparung produziert. War bestimmt beabsichtigt. Also, das ist das noch etwas nicht benutzte Pathfinder Scout. Das ist ein IKEA Keramik Schleifstab. Den benutze ich übrigens immer so, also von mir weg, mit jedem Messer. Nicht wie man das in Videos sieht, so, oder das Deppen machen immer so gegen. Du kannst auch ruhig mal von mir weggehen, dann kann man das besser sehen. Also, ich benutze das so und nicht wie Spacken in Videos oder Küchenprofis so, weil immer von den Fingern weg. Und ich mache das bei beiden Messern. Übrigens ist mir das eingefallen, das ist ein Sandoku Messer. Ich gebe jedem Messer einen Schliff von beiden Seiten von 8 mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fangen wir hier mit der Tomate an. Das soll übrigens nachgemacht, oder Dave Canterbury sagt, das ist ein nachgemacht einem oder nachempfunden einem französischen, da nicht Küchenmesser, aber einem französischen Schlachtermesser aus dem 18. Jahrhundert. Roach Belly Trade Knife nennt er das. Das ist Papier dünn. Also ich denke mal so für so feine Arbeiten, so groß wie das Messer aussieht, dass andere Leute sagen, fürs Bushcraft ist das absolut ungeeignet oder für Lebensmittel zubereiten oder wie man das so schön sagt, Food Preparation. Das ist Blödsinn. Das Messer ist ein Tipptopp. Ein Tipptopp Küchenmesser, unter anderem. Gezeigt. So, das
Das war jetzt ein relativ leicht zu schneidendes Lebensmittel. Ich nehme dafür jetzt eine Zwiebel. Schneide Seite 1 mit dem Sandoku-Messer. Schneide Seite 2 mit dem Sandoku-Messer. Sandoku-Messer mit dem Dave Canterbury oder Blind Horse Knives Messer. Wir machen heute übrigens Hamburger. Und dafür benutze ich diesen kleinen Indoor-Test. So. Und ich will dazu Zwiebelringe machen. Oder ganz dünn geschnittene Zwiebeln machen. Ich denke mal, die sind recht dünn. Was hast du, Professor Philipp? Ja. Ja. Nehme ich das Santoku-Messer. Mal sehen, wie dünn die sind. Ich mache nochmal etwas breiteren Schnitt, um die zu trennen. Achtung! Kann man das sehen? Wie dünn die sind. Mal einmal durch die. Guck mal, ob man das so, man da so durchleuchten kann. Ja. Sieht nur den Kern, der einzige, der wo kein Licht durchkommt. Und das machen wir jetzt. Übrigens habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe gerade eben so gemacht. Mach das eigentlich mit dem Rücken. Dumme Angewohnheit aus den 80ern. Das mache ich jetzt mit dem Sandoku-Messer. So, das soll jetzt kein, mach auf mich, soll jetzt kein Wertungstest gewesen sein, ob das Messer besser ist als das oder das als das. Ich wollte nur zeigen, dass, sagen wir mal, dieses Messer, was eigentlich als ausgewiesenes Bushcrafter-Messer nicht schlechter oder besser abschneidet als ein Küchenmesser von Tupperware, das war mit Sicherheit nicht gerade günstig. Also ich kenne ja meine Frau, die kauft nicht gerade 2 Euro Messer. So, ich lasse auch diese Perlen, die vom Zwiebelschneiden übrig geblieben sind. Auf dem Messer drauf ist ja ein Carbonstahlmesser und gibt dann eine wunderschöne Patina. Kann man das sehen? Die Perlen da drauf? Nicht? Kann man nicht sehen? Nein. Mach mal näher, dass er das vielleicht fokussieren kann. Nee. Nee? Das ist zu unscharf.
Wenn man weitergeht? Ne, auch nicht. So weit weg. Ich werde das unter meinem Account bei Facebook bestimmt mal dieser Tage bei Bushcraft Beyond Survival oder Messerfreunde posten. Das gibt mit Sicherheit eine wunderbare Patina. Das ist 01er Werkzeugstahl, Carbonstahl. So, und jetzt mache ich für Philipp und mich Abendessen. Und zwar hiermit. Danke fürs Zuschauen. Bewertungen, Kommentare werden gerne gesehen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und dann nehme ich das, das Messer und teste es draußen. Vielleicht ist Kameramann Phil wieder mit von der Partie. Das machen wir morgen. Tschüss. Guten Hunger.